Leute, was ein geiler Livestream zuletzt. Vielen Dank an alle, die dabei waren oder es nachgeguckt haben. Jetzt geht es weiter. Wir bauen sogar ein bisschen auf diesen Stream auf, denn wir haben ja in dem Stream die dritte Fee besiegt. Und nun schließen wir diese Quest endlich ab mit Große Feen Schlachtfeld. Das machen wir mit Link und seinem Zweihänder. Jetzt geht's richtig ab. Ob das so gut ist, werden wir gleich sehen. Denn wir rechnen nun endgültig mit dieser Mission ab, die uns schon so lange begleitet. Die ich eigentlich auch schon längst hätte beenden sollen, aber ich wollte das halt entsprechend aufteilen. Jetzt hat's über 40 Parts gedauert. Joa, kann man mal machen, wa? Boah, Zweihänder-Link ist so geil, Alter. Der scheißt auf alles, ne? Setzt immer drauf, wie blöd. Und wenn er sich selbst verletzt, tja, dann interessiert ihn das nicht. Da hat er gerade noch ein Stück Boden aus dem, aus der Textur rausgerissen. Läuft bei ihm. Ja, wunderbar. Digga, mach auf, danke. Dann haben wir hier noch eine goldene Truhe mit Rubinen. Ah ja, das natürlich nicht ohne Grund. Wie wir wissen, sind alle Feen extrem geldgeil. Aber ich glaube, das wird nicht die einzige Rubintruhe hier bleiben. What? Warum wurdest du nicht gebrochen? Holen wir das mit den Bomben schnell nach. Und löschen sein Leben aus. Alter, dieses Riesenschwert. Mehrfach in seinen Schwanz. Tut weh. Diese Trollmucke. Passt auf jeden Fall gut dazu. Ja, die ganze Mission ist ja ein bisschen weird. Weil ich meine, hallo? Prügeln die großen Feen. ETF. Selbst wenn das Entwicklerteam dafür eine ordentliche Erklärung hat. Es ist und bleibt lächerlich. Oh Mann, manchmal frage ich mich aber schon, warum der Attackenhagel sich nicht aktiviert, obwohl ich doch so gut bin. Apropos so gut. Das Zeitlimit ballert. Ich hau mal lieber eine Ulti raus, um sicher zu gehen. Ich glaube, wir müssen die Schatztruhen alle geöffnet haben, oder? Ja. Nur noch 13 Sekunden übrig. Uiuiui. Ui, ui. Das war sehr knapp. Okay, die Truhen der ersten drei Feen sind somit abgehakt. Aber wie wir alle wissen, gibt es ja vier. Was ist also mit der vierten Fee? Nun, genau das wollen wir jetzt rausfinden. Nutzen jetzt erstmal den Feuerstab. Und drücken hier richtig Schaden rein. Yes. So will ich das haben. Kreuz gebrochen. Und da wäre sie nun. Die vierte und wahrscheinlich letzte Truhe. Ja, aber dennoch müssen wir noch ein paar Rubine sammeln. 2100 werden benötigt. Also die vierte Fee ist von allen die geldgeilste. Okay. So sei es nun. Die Explosion hat mir gerade enorm geschadet. Leider hat mich der Gegner auch ungünstig erwischt. Aber wir haben ja hier noch einiges in petto. Ich glaube, ihr habt alle ziemlich viel Geld bei. Gönnt mir doch mal eine kleine Doni. 2100. Oh, für einige Streamer vielleicht klein. Aber nicht in unseren Gefilden. Na komm, gönn. Sei doch nicht so. Oder ich lösche dich aus.
gilt für jeden, der nicht abonniert, liked und donated. Spaß. Oder? Lasst es lieber nicht drauf ankommen. So, 1200 habe ich jetzt. Reichen die drei Truhen hier? Ja! Hey! Na endlich! Dann können wir uns ja endlich mit unserem Date treffen. Die vierte und letzte Fee, Mija. Ja, muss schon sagen, die ist ganz hübsch. Wenn ich mich entscheiden müsste, dann ist die erste, also die blonde. Und sie hier die hübscheste. Aber Geschmackssache, ne? Jeder empfindet das anders. Mir sagt sie auf jeden Fall zu. So sehr, dass ich sie jetzt richtig heftig ran... das klingt falsch. Ich massiere sie. Mit meinem Schwert. Nein, das klingt auch falsch. Mit meiner Waffe. Das war gar nicht einmal schlecht. Dankeschön. Feedback bekomme ich immer gerne. Geschafft. Coole Sachen gefunden. Vor allem aber schalten wir sie nun tatsächlich frei. Das war ja der zweite Char, den ich aus den Kommentaren halt schon rausgefischt habe. Und das ist... Ja, ich weiß nicht. Vielleicht der seltsamste Charakter bisher. Die großen Feen. Einem Quell entsprungene Wesen. Die vier großen Feen sind Schwestern, die in Quellen in ganz Hyrule leben. Um mit Link und den anderen zusammenarbeiten zu können, haben sie sich alle in einer Blume versammelt. Ihre Namen, von der ältesten zur jüngsten, sind Terra, Caesar, Mija und Kotura. Okay. Und wie zur Hölle spielt man die jetzt? Weil es werden ja keine einzelnen Charaktere sein. Oh my goodness. Ja, das werden wir heute herausfinden. Aber bevor wir die Mission mit ihr machen, erstmal verstärken. Verlängerung der Wüstenstraße. Anhängerinnen der großen Feen möchten ein Bauprojekt beginnen, um eine Straße von Gerudestadt bis hin zur Quelle zu bauen. Versorge die Arbeiterinnen mit kühlenden Materialien. Ich bin nicht zu unterschätzen, hm? Ja, mal sehen, ne? Ich weiß es nicht. Da den Arbeiterinnen nun auch die Wüstenhitze nichts ausmachte, ging ihre Arbeit noch schneller voran. Die Quelle ist zwar noch weit entfernt, doch nun rückt sie in greifbare Nähe. Gleich mal zwei weitere große... Quatsch. Zwei weitere Herzen für die großen Feen, so rum. Und wir können gleich mal gucken auf ZR, Charakteraktion, alle großen Feen entfesseln. Okay. Welche große Fee erscheint, hängt vom Angriff ab. Jede große Fee beherrscht eine andere Charakteraktion. Ja, aber welche steuern wir denn grundsätzlich? Oder wie auf dem Artwork? Alle in einer Blume. Sehr kurios. Wir werden es gleich rausfinden. Jetzt erstmal Level Up für Gerudo. Wunderbar. Wunderschön. Feierbar. Weitere Feen-Upgrades. Ein erhabenes Armband. Um den großen Feen zu noch größerer Macht zu verhelfen, soll Caesar ein ehrwürdiges Armband dargebracht werden. Finde und überbringe die Edelsteine, die dafür benötigt werden. 5 Rodonite. Sheesh. Diese Kraft. Aus einer großen Anzahl Rubine wurde ein enormes Armband gefertigt und Caesar übergeben. Höchst erfreut von diesem Schmuckstück überlegte sie sich ein neues Kampfmanöver. Ja, das kann nicht schaden. Gerne mehr davon, bevor wir ihr Training anfangen. Courtois vom Feinsten. Ein Mädchen, das die beste Schneiderin in ganz Hyrule werden möchte, will ein Kleidungsstück aus seltenen Materialien herstellen und das den großen Feen übergeben. Hilf ihr mit den Materialien.
Junge, Junge. Ich bin nicht zu unterschätzen, hm? Die verlangen sehr teure und seltene Gegenstände. Die Schneiderin stellte ihr Kleidungsstück fertig und übergab es einer Quelle der großen Feen. Selbst hat sie es zwar nicht gesehen, doch die vier Schwestern und Marlon waren sehr beeindruckt. Marlon mit H. Also nicht die Marlon. Dennoch, nice. Und zwei weitere Herzen. Neue Feen gesucht. Die großen Feen möchten neue Feen an ihren Quellen willkommen heißen. Wenn du irgendwo eine Fee siehst, solltest du sie zu einer der Quellen bringen. Oh, diese Kraft! Umschwebt von vielen Feen, wirkten die Quellen noch magischer als gewöhnlich. Einfach nur den Feen an einem ruhigen Ort zuzusehen, bringt Frieden und Ruhe in dein Herz. Und den großen Feen eine zweite Spezialangriffsleiste. Sowie Akala ein Level Up. Ah, sehr schön. Neue Sachen. Freut mich sehr. Anmutige Ohrringe. Um den großen Feen zu noch größerer Macht zu verhelfen, soll Kotura ein Geschenk in Form von Ohrringen übergeben werden. Finde und überbringe die Edelsteine, die dafür benötigt werden. Diesmal nur Opale, das geht ja noch einigermaßen. Aus einer großen Anzahl Opale wurde ein paar Ohrringe von enormer Größe angefertigt. Zufriedengestellt von diesem wundervollen Schmuck kam Kotura die Idee zu einer neuen Technik. Ein neuer starker Angriff. Stark, stark. Das Kakariko-Dojo-Bauprojekt hat jetzt zwar nichts mit den Feen zu tun, aber trotzdem haken wir das schnell ab. Die Bauern aus Kakariko wollen sich auch nützlich machen und, wenn nötig, zu den Waffen greifen. Hilf ihnen beim Bau eines Dojo, damit sie Selbstverteidigung lernen können. Ich bin nun stärker. Dank deiner finanziellen Hilfe konnte das Dojo von Kakariko fertiggestellt werden. Unter Impas Anleitung können sich nun sogar die Bauern von Kakariko ohne Angst Monstern stellen. Neuer starker Angriff für Impa. Bereit zum gemeinsamen Training. Um sich auf die Wiederkehr der Verheerung vorzubereiten, sammelt die freiwillige Armee mutige Krieger aus ganz Hyrule. Beschaffe Vorräte für die gemeinsamen Kampftrainings. Vielleicht lag es am guten Essen, dass alle mit ganzem Herzen dabei waren und das Training ein voller Erfolg wurde. Alle Teilnehmer sind nun geschickter im Umgang mit dem Schwert. Neuer starker Angriff für Link mit dem normalen Schwert, glaube ich. Nein, zwei Händer, Freunde. Zwei Hände. Eine gefrorene Göttin. Du triffst einen Reisenden, der nach einer Statue in einer Region mit heftigem Schneefall sucht. Hast du nicht einen Eisblock gesehen, der die richtige Form hat? Was wohl geschieht, wenn du ihn schmilzt? Er wird zu Wasser. Eine Statue der Göttin in einem Eisblock. Sie war im Eis festgefroren, doch die Flammen und die Leidenschaft des Reisenden haben das Eis geschmolzen. Oh, okay. Zwei weitere Herzen für Link. So, Dalle, dann werde ich wahrscheinlich jetzt nochmal ganz kurz das Level... das wird ja an den Spielfortschritt angepasst. Sie ist ja schon auf 47. Ja, nee, dann passt das. Training der großen Feen. Let's go. Was Hölle. Als ob. Ah, okay, jetzt verstehe ich das. Die wechseln sich tatsächlich mit jedem Move ab. Ich glaube, da ist das auch gar nicht festgeschrieben, wer welchen Angriff einsetzt, oder? Aber wie willst du denn mit der spielen, bitte? Die ist viel zu groß! Das nimmt den halben Screen ein. Und dann gibt es auch noch so eine blöde Pollenattacke. Habt ihr zugesehen? Ja. Okay. Der Sprint ist aber witzig. Und die normale starke Attacke ist tatsächlich der starke Bizeps. Kommen wir zu Ulti! Strafe muss sein! Nee!
Strafe muss sein, von allen vier abgeknutscht werden. Naja, die einen werden es vielleicht nicht als Strafe wahrnehmen. Aber das wird mich jetzt intim. Alter. Das wird nicht reichen. Die hat heftiger zugeschlagen als die Väter in den 50ern. Ich meine es ernst. What the fuck? Völlig weird. Okay, ZR-Move. Was war das denn? Da sind einfach so komische Blumen rausgekommen. Was bringt das? Ach nee, die macht immer was anderes. Ah, okay. Das ist wohl sehr, gut für umfangreichen Schaden. Aber wie wird das dann jetzt bestimmt, ob man diese Stacheln da entsendet oder ob die Blumen entstehen? Oh, werde Zeugen meiner Macht. Also man kann sagen, dass die Feen relativ einfach zu beherrschen sind. Ich sehe da jetzt nichts, was groß verwirrend sein könnte. Vom Gameplay her. Aber ob sie auch stark sind, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Auf alle Fälle erneut ein ultra weirder Char. Und wie das durch die Kontrolle gekommen ist, weiß ich auch nicht. Wer hat denn gesagt, ey, das ist eine richtig gute Idee. Lass die vier Feen zu einem Char verschmelzen und in dieses Spiel einprogrammieren. What the hell? Stellt euch das einfach mal vor, die großen Feen im Finale gegen Ganon oder Astor oder wie auch immer das Finale aussieht. Da muss ich los. Da kommt kein Follow-up. Na, schade, hätte ich mir gerne gegeben. Aber wir können natürlich noch weitere Missionen mit ihnen machen. Nur vielleicht nicht ganz so schwere. Die Prüfung von Puma Nitto wollen wir auch mal ganz kurz abhaken. Neues Herz für den Priester. Und dann haben wir... Ja, mach mal das hier mal. Vorherrschaft in der Wüste. Eine weitere Mission mit den großen Feen. Das wird ein Spaß. Oh, die Attacke habe ich vorhin noch gar nicht gesehen gehabt. So eine Art Feenbrise, wenn man das mal in Pokémon-Sprache sagen möchte. Einen Herzschuss haben wir noch drauf. Muss ich jetzt hier am Anfang die ganzen Gegner besiegen, weil sonst ist hier ja noch niemand. Weird. Du stehst wohl nicht so auf den Knutscher. Kann ich verstehen. Ich glaube, ich würde auch ablehnen bei denen. Aua! Kleiner Drecksack! Was war das gerade für ein Schutzwall? Das war nämlich vorhin nicht so. Also ein großer Nachteil ist einfach der Umfang. Man wird super einfach getroffen. Und ja, ich weiß, man kann blocken, aber... Come on. Come on! Keine Lust, dass das jede zweite Aktion ist. Ich hau lieber drauf. Zeit für die großen Geschütze. Ja, aber dafür kann sie halt auch einen großen Umfang ausspielen. Also einen hohen Attackenradius. Das ist schon. Ist schon ein guter Ausgleich dazu.
Aber ich weiß nicht, Leute. Gehen wir es an. Was meint ihr? Spielt ihr gerne mit ihr? Für zwischendurch ganz lustig bestimmt. Aber ja, das ist ein weiterer Grund, warum ich diese großen Charaktere nicht mag. Die bleiben halt immer irgendwo stecken. Das zieltet rein. Oh, aber der normale X-Angriff ist auch ganz geil, um so ein paar Gegner einfach mitzunehmen. Reicht aber noch lange nicht für Kills. Da müssen wir schon ein paar Kombos noch vorher reindrücken. Okay, gut zu wissen. Neue Moblins kommen. Tja, dann kommt. Ich bin bereit. Nun gut, ich beginne. Ja, gerade das mit dem Knutscher ist halt schon witzig, ne? Ich bin bereit. Dies ist mein Ende. Gut, dann los. Schon vorbei? Gehen wir an. Das schon vorbei kann man auch anders sehen. Also von der Bedeutung her, aber ja. Lassen wir das mal so stehen. Keine Ahnung, ob das eine bewusste Anspielung ist. Könnte ich mir bei den Feen schon vorstellen. Wie wäre es damit? Ist auf alle Fälle witzig, ja. Ich glaube, wir werden sie im nächsten Stream noch ab und zu mal nutzen. Wir sind ja nicht ganz fertig geworden mit den einfachen Missionen. Deswegen habe ich mir die auch gerade offen gelassen. Und nehmen lieber welche aus dem 30er, 40er Bereich, um das schon mal vorzuarbeiten, sozusagen. Der vorausplanende Boss. Man kennt ihn. Aber dass man jetzt hier wirklich 900 Kills braucht, Alter. Es tut mir leid. Schwab, ist halt viel, ne? Hälfte der Zeit ist rum. Oh, nun habt ihr mich wütend gemacht. Oh, haben wir alles im Griff, denke ich. Ich glaube jetzt nicht, dass da am Ende noch ein Boss kommt, weil 900 Kills ist schon ziemlich viel. Das reicht eigentlich für so eine Mission. Ja, die Blumen, die können schon sehr stark sein. Vor allem werden da alle Gegner aufgewirbelt. Ich glaube, man könnte dann als Waffenbuff bei ihr durchaus in Betracht ziehen, Schaden für hochgeschleuderte Gegner zu erhöhen. Oder? Was meint ihr? Wäre jetzt so spontan mein Vorschlag. Schon vorbei? Mit mir wäre das nicht so. Versprech's. Macht euch bereit! Aber immerhin sind hier immer relativ viele Gegner auf dem Feld. Ich weiß nicht, ob wir dann am Ende, genau wie bei den anderen ähnlichen Missionen, geh her, zu mir! Wieder in alle Ecken gucken müssen. Aber Stand jetzt. Kommen wir gut durch hier. Die 700 sind voll. Jetzt kommen bestimmt auch wieder neue starke Gegner, oder? Nein, lassen die sich noch Zeit. Okay. Ich spare auf jeden Fall meine Ulti auf. Und küsse euch einfach beiseite. Was sind das eigentlich für Blumen? Prinzessin Enzian? Weiß es gar nicht. Tschüss. Als ob da jetzt kein Anführer mehr kommt. Oh, da fällt mir gerade ein, wir haben ja noch gar nicht die antiken Gegenstände getestet. Schießen? Okay, das ist cool. Das ist wirklich richtig cool. Was ist dann Finale? Überraschung! Ach so, man soll erst schießen und dann als letztes Finale drücken. Okay, macht Sinn. Macht Sinn. Nochmal. Überraschung! Schuss, 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 Schuss. Finale. Überglas. Okay, ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Unterschied wahrgenommen. Aber gut. Alles klar.
Dann Stasis. Lässt sich auch aufladen. Und losstürmen. Oh! Quasi einen Dash. Mhm. Auch sehr interessant. Dann der Eismove. Das soll euch abkühlen. Einfach ein riesiger Eisblock. Aber ob ich von dem auch abspringen kann, habe ich jetzt nicht gesehen. Ist aber gerade gegen heranstürmende Gegner vielleicht die beste Eisattacke. Einfach aufgrund der Größe. Das soll euch abkühlen. Mächtigen Gegner erfassen. Ich bringe es zu Ende. Ja, gut. Seid ihr bereit? Das hat das nichts damit zu tun, aber man ist dann wenigstens schön in der Luft. Warte. Die Macht des Eises. Nee, ich glaube, das ist wirklich nur zum Blocken. Oh, witzigerweise kommt er gerade sogar angerannt. Aber ich habe die Attacke ein bisschen zu früh gezündet. Mist. Na gut, aufgrund des Moldoras ist sie jetzt für diese Mission vielleicht sogar gar nicht mal so ungeeignet. Weil die Bomben sind schon sehr stark. Oder allgemein, die antiken Techniken sind bei der Fee tatsächlich richtig gut. Das ist nochmal ein gewaltiger Pluspunkt für sie. Gut, dass mir das jetzt noch eingefallen ist. Ich habe ganz vergessen, die zu nutzen. Lost. Aber ist ihre Ulti ein bisschen schwach? Kann das sein? Dafür legt sie sich aber auch sehr schnell auf. Oder aber dieser Moldora ist sehr zäh. Könnte es natürlich auch sein. Und los geht's. Ballern wir noch ein paar Bomben raus. Weg da. Und dann wird reingekloppt hier. Mit aller Anmutigkeit, die eine Fee zu bieten hat. Bleib doch da, wo willst du hin? Stasis könnte aber zum Problem werden gegen große Gegner, weil du ja so wegdasht. Das will man ja eigentlich nicht. Aber wenn es gegen Gegnermassen geht, dann, ja, eine gute Sache. Wie wär's damit? Ey, wieso drängt er mich so ab? Als ob dir das was bringt. Ey! Hinfort mit euch! Nein, wo guckst du denn hin? Außerdem hätte ich Eis gebraucht. Scheiße. Boah, Junge, der Schaden gerade. Jetzt bloß nicht verkacken. Das Ding ist doch schon so gut wie tot. Enttäusch mich jetzt nicht. Holy, holy. Finish him. Ja moin, also wenn ich jetzt noch gestorben wäre, ne? Dann wäre die Fee auf Ewigkeit verbannt worden. Ja, das ist schon schwierig zu beurteilen. Bin mal gespannt auf eure Kommentare. Zum Abschluss heute zeige ich euch noch zwei Crocs. Hier ein sehr schwer versteckter im Felsen, in der Mission, im Kampf um West Hyrule und Kampf um Akala Festung ist hier unten ebenfalls noch einer im Eck versteckt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und ciao.